Es war einmal ein kleiner Zauberer, der wohnte ganz einsam und alleine hinter sieben Bergen in einer Hütte. Und er hörte auf den Namen Metronomius. Er verzauberte mit seinen zwei Zauberstäben allerlei Dinge in seiner Hütte, die für ihn die mühsame Hausarbeit übernahmen. Der Besen fegte den Boden, der Schwamm schrubbte das Geschirr, der Staubwedel wedelte Staub, die Heckenschere schnitt den Busch. Tja, sogar seine Zahnbürste bürstete seine Zähne ganz von alleine. Eines Tages kam ein alter Meister an seiner Hütte vorbei und sagte zu ihm: »Schau, Metronomius, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Zauberbuch und eine kleine Trommel. Mach dich auf die Suche nach neuen Zaubersprüchen und dann kannst du der Trommel ganz zauberhafte Klänge entlocken. Ich bin auch ein Zauberer und zaubere am liebsten eine Melodie auf meinem Instrument. Wenn du die Zaubersprüche genügend häufig und lange übst, können wir bald gemeinsam musizieren. Komm zu mir ins Musikinstitut, sobald du soweit bist«, sagte der Mann, gab ihm das Instrument und das Buch und verabschiedete sich. »Vielen Dank, lieber Herr. Ich werde gleich beginnen. Ich liebe nämlich nichts mehr, als den unterschiedlichsten Klängen zu lauschen.« Sofort schlug Metronomius das neue Zauberbuch auf, um nach einem geeigneten Spruch zu suchen. Nach kurzem Stöbern fand er einen passenden und es gelang ihm, mit seinen zwei Zauberstäben der Trommel einen Rhythmus zu entlocken. Er übte weiter, beherrschte bald die zwei Zauberstäbe und seine Trommel. Da begann er, weitere Instrumente auszuprobieren. Schaut einmal, wie das geschah. Faszinierenden Welt der Schlaginstrumente. Für den Anfang braucht er nicht viel. Es kann nur dieses Pad sein für das erste halbe Jahr. Schön leise. Für die, die es etwas lauter haben möchten, gibt es die kleine Trommel. Damit geht's los, das erste halbe Jahr, und dann kommen ganz viele tolle, faszinierende Schlaginstrumente noch dazu. Wenn ihr erste Erfahrungen auf eurer Trommel gesammelt habt, dann kann es zum Beispiel zum Drumset gehen. Das ist diese Kombination von Schlaginstrumenten, die ihr hier seht. Wir haben verschiedene Tom-Toms, die auf dem Boden stehen oder die auf der Bassdrum aufgehängt sind. Wir haben Becken, Instrumente, die man mit dem Fuß spielen kann, mit dem rechten Fuß die Bassdrum oder große Trommel mit dem linken Fuß die Hi-Hat und natürlich eure kleine Trommel. Das hier ist das Marimbaphon. Das hat Klangplatten aus Holz. Man kann genau wie auf einem Klavier oder auf einer Gitarre Melodien auf diesem Instrument spielen. Und hier mit Klangplatten aus Metall das Vibraphon. Unsere sogenannten Mallets-Instrumente. Metronomius war hingerissen von dieser tollen Musik und las weiter im Zauberbuch. Da erinnerte er sich an die Worte des alten Zauberers: »Komm zu mir ins Musikinstitut, sobald du soweit bist.« »Das Musikinstitut«, murmelte Metronomius. »Natürlich! Wie konnte ich das vergessen?« Schnurstracks packte er seinen Rucksack, warf einen Blick auf die magische Landkarte und machte sich auf die Reise. Vorbei an der trauernden Weide,
über die Skipiste aus Zuckerwatte, den Berg hinunter, durch den Rutschentunnel des Schokoladengebirges, weiter ins Tal der Schwabach, bis er schließlich vor dem Musikinstitut stand. »Wow«, flüsterte er mit glänzenden Augen. Metronomius raste in das Haus und stolperte direkt durch die ersten offenen Türen hinein. Dort traf er zwei Lehrerinnen, die ihn begrüßten. Er fragte, »Ah, könnt ihr eigentlich auch zaubern?« »Natürlich. Komm herein, wir zeigen dir unsere Art zu zaubern.« Hallo Metronomius, schön, dass du hier bei uns vorbeischaust. In diesen Räumlichkeiten hier findet normalerweise Musikgarten und unsere musikalische Früherziehung statt. Das heißt, schon die ganz jungen Kinder können hier Musik machen, singen, sich bewegen und elementare Instrumente spielen. Ja, und auch wir haben einen Zauberspruch. Und den möchten wir dir jetzt vorspielen und vorsingen. Und vielleicht möchtest du ja mitmachen. Hör mal genau hin, vielleicht kennst du die Melodie sogar schon. Bestimmt noch nicht kennst, ist aber der Text von unserem Zauberspruch. Pass mal genau auf. Und zwar geht der so. Hokus pokus, hokus pokus. Und weil das ja nicht alles ist, brauchen wir Hände und Füße. Hast du Hände und Füße? Guck mal, ob alles dran ist. Wenn du alles hast, können wir gleich loslegen. Du brauchst für den ersten Teil brauchst du deine Hände. Also, und zwar geht das mit Patschen los. Hokus pokus, hokus. Sehr gut, gleich nochmal. Und Hokus, 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 Hokus. Als nächstes nehmen wir wieder die Hände, aber wir klatschen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir singen nochmal gemeinsam. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und jetzt brauchst du deine Hände und deine Brust hier oben. Zauberhafte Klänge, zauberhafte Klänge. Nochmal. Zauberhafte Klänge, zauberhafte Klänge. Und diese Klänge, die können wir überall hören. Und dafür nehmen wir die Füße dazu. Überall, überall. Gleich nochmal, oder? Von vorne? Boah, lass es uns von vorne probieren. Also, gleich zusammen. Machen wir, schafft ihr gleich zusammen, oder? Hokus, 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 jetzt geht's los, jetzt geht's los. Zauberhafte Klänge, zauberhafte Klänge, überall, überall. Und noch schöner klingt das bestimmt, wenn wir eine Begleitung dazu kriegen. Das kriegen wir hin. Und ihr könnt euch bereit machen. Wir legen gleich nochmal los. Hokus, Hokus, Hokus. Zauberklänge hören. Thank you.
Jetzt hast du ganz viele verschiedene Instrumente aus unserem Raum hier kennengelernt. Und jetzt mach dich ganz schnell auf die Suche und entdecke unser Haus und unsere verschiedenen Räume mit ganz vielen anderen verschiedenen tollen Instrumenten. Viel Spaß dabei, Metronomios. Tschüss! Tschüss. Metronomios lief sofort aus dem Raum und weiter den langen Gang entlang. Er sah eine Tür offen stehen und ging hindurch. Da waren ganz viele verschiedene Instrumente aus Holz. Und Metronomios bemerkte, dass auch Stäbe dabei lagen. Ob das Zauberstäbe waren? Das wollte ich ja schon immer mal ausprobieren. Welche nehme ich denn da jetzt? Halt, halt, halt! Moment! Das ist gar keine Geige. Das ist ein Cello für Fünfjährige. Ich zeig dir mal. Das ist ein ausgewachsenes Cello und man braucht einen Bogen zum Streichen und das spielt man im Sitzen, weil es so groß ist. Warte, warte. Es ist kein Cello, es ist ein Kontrabass. Der Kontrabass ist so groß, dass man steht, wenn man den spielt. Jetzt will ich aber wirklich eine Geige finden. Ha. Ist das eine Geige? Ja, das ist eine Geige, aber für ganz, ganz Kleine. Also für Fünfjährige. Ach so. Welche Geige ist denn dann für mich? Die da. Größere Geige. Ist die für besonders große Menschen? Nein, das ist eine Bratsche. Eine Watsche? Nein, eine Bratsche. Eine Bratsche. Genau. Das spielt man wie eine Geige. Aber sie ist größer und sie klingt dunkler. Man kann tatsächlich schon im Alter von 4 Jahren anfangen, Geige zu lernen. Üblicherweise fängt man so um die Einschulung an. Aber auch nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Mit der Bratsche ist es anders. Die Bratsche ist größer, deswegen müssen die Kinder auch etwas größer sein. Dafür stehe ich Ihnen jederzeit gerne für eine ausführliche Beratung zur Verfügung. Man kann schon ab 7 Jahren mit dem Kontrabass anfangen, aber auch später und auch als Erwachsene. Man kann auch sehr gut von anderen Instrumenten zum Kontrabass umsteigen. Bei dem Cello ist es so ähnlich wie bei der Geige. Man kann schon mit 5 oder mit 6 Jahren anfangen, weil wir verschiedene Größen haben. Und kommt einfach vorbei und probiert doch aus. Das Musikinstitut besitzt für fast alle Instrumentalwünsche Leihinstrumente in allen Größen. Sie brauchen die Instrumente anfangs nicht zu kaufen. Sie wachsen mit den Kindern einfach mit.
Und das Schönste an diesen Instrumenten ist, dass man nicht nur alleine spielen kann, sondern auch zusammen. Da klingt es am schönsten. Metronomius freute sich über die schöne Musik. Nun wusste er, dass die Zauberstäbe der Streichinstrumente Bögen waren, mit denen die Saiten gestrichen wurden. Er bedankte sich und hüpfte gleich zum nächsten Zimmer. Er hörte Musik, öffnete die Tür ein klein wenig. Durch den Spalt erspähte er viele verschiedene Instrumente. Sie waren auch aus Holz, wie die Streichinstrumente. Und ein Instrument hatte auch einen Bogen. Andere Instrumente waren lang und hatten viele Löcher. Ob die kaputt waren? Zum Glück traf er auch hier nette Menschen, die ihm alles über diese Instrumente erzählen konnten. Hallo, Metronomius. Schön, dass du da bist. Wie wunderbar, dass du die Blockflöten und Gamben anschauen und anhören möchtest. Du hast uns gerade schon zusammenspielen gehört. Wie wunderbar hat es geklungen? Hat es dir gefallen? Schau mal, hier habe ich eine Gambe. Die Gambe ist ganz ähnlich wie eine Geige oder ein Cello, denn die Gambe gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen. Also, je nachdem, wie groß man ist, kann man sich immer das passende Instrument aussuchen. Das finde ich immer so ganz besonders schön an der Gambe, dass man so viele schöne Töne zusammen klingen lassen kann. Aber nicht nur mit dem Zupfen, sondern auch wiederum mit dem Bogen. Mit der Gambe kann man ganz hohe Töne spielen. Ziemlich tiefe. Fast wie ein ganzes Streichorchester. Herzlich willkommen, kleiner Metronomius. Schön, dass du dich bei uns umschaust, hier bei unseren klingenden Zauberstäben. Und du siehst schon, die sind alle verschieden groß und ich möchte dir gerne mal hier den größten klingenden Zauberstab vorspielen. Oh,
Hokus Pokus, Hokus Pokus. Und den hier, den mag ich ganz besonders gerne. Und der klingt so. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Den hier, meinen roten Traum, Zauberstab. Und der klingt so. Und der gehört eben auch zu dieser Familie der Blockflöten. Und wenn du Blockflöte lernen willst, dann würdest du hier auf so einer Sopranblockflöte anfangen. Metronomius staunte nicht schlecht. Es gab tatsächlich Instrumente, die gar keinen Zauberstab brauchten, um Musik zu machen. Die Töne entstanden einfach durch den Atem und die Hände der Musiker. Außerdem war er beruhigt, dass die Blockflöten mit ihren Löchern gar nicht kaputt waren. Er verabschiedete sich und ging weiter durchs Musikinstitut. Er entdeckte eine Treppe und schlich vorsichtig hinauf. Da hörte er seltsame Geräusche aus einem Zimmer. Neugierig öffnete er die Tür. Dort sah er 4 schlafende Menschen, die goldglänzende Instrumente in ihren Händen hielten. Sag mal, wo ist denn mein Mundstück hin? Wo habe ich denn jetzt mein Mundstück hin? Da muss es halt so gehen. Das ist mein Gartenhorn.
Stefan doch glatt ein Gartenhorn gebastelt aus einem Gartenschlauch. Das hier ist ein aufgewickeltes Metallrohr, das fast so ist wie das der Gartenschlauch. Und wenn ihr Stefans Horn anschaut und dann vielleicht nochmal das vom Weckruf, dann seht ihr, dass das ganz schön ähnlich ist. Es sind nur ein paar mehr Knöpfe dran. Wir klingen ja ganz unterschiedlich. Für Horn, für Posaune, sogar für die Tuba und auch die Trompete. Die sieht dann zum Beispiel so aus. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Es klingt wie eine Trompete. Ganz einfach. Das waren ja laute Töne. Er war glücklich, dass er nun schon so viele Instrumente kennengelernt hatte. Da sagten ihm die Leute in dem Raum, wir spielen die Blechblasinstrumente. Im Raum nebenan kannst du die Holzblasinstrumente finden. Vielleicht magst du da auch mal hineinschauen? Aber selbstverständlich, antwortete Metronomius, sprang sofort los in den Nebenraum. Hallo Metronomius, schön, dass du zu Besuch bist. Wir wollen dir hier die Familie der Holzblasinstrumente vorstellen. Jetzt wirst du vielleicht denken, Holzblasinstrumente? Hier sieht es doch fast genauso aus wie gerade eben bei den Blechbläsern. Tatsächlich ist nicht jedes Holzblasinstrument auch aus Holz gebaut. Neben Oboe und Fagott ist es die Klarinette. Vielmehr kommt es aber darauf an, wie wir auf unseren Instrumenten die Töne erzeugen. Bei der Klarinette braucht man dazu dieses kleine Stückchen Holz. Wir Klarinettisten nennen es das Blatt. Und ohne dieses Blatt geht gar nichts. Sobald wir aber das Blatt mit dieser Klammer hier am Mundstück befestigen, können wir die schönsten Töne zaubern. Die Klarinette kann dabei ganz unterschiedlich klingen. Dunkel und weich. Oder aber man kann so richtig die Sau rauslassen. Nicht schlecht. Mein Instrument ist das Saxophon. Siehst du? Es hat auch ein Rohrblatt am Mundstück, genau wie die Klarinette eben. Deshalb gehört das Saxophon auch zur Familie der Holzblasinstrumente, obwohl, wie du siehst, der Korpus aus Metall gefertigt ist.
Wusstest du, dass das Saxophon nach seinem Erfinder benannt ist, Adolf Sax? Das hier ist ein Altsaxophon. Metronomius, hast du Lust auf eine kleine Zauberei? Ja? Dann pass mal auf. Abracadabra, Musikzauberei. Ich wünsche mir ein kleines Saxophon für Kinder herbei. Schaut mal. Damit können schon Kinder ab 7 Jahren Saxophon lernen. Das ist nicht ganz so groß wie dieses, ist auch etwas leichter. Und wir freuen uns alle, wenn wir euch am Musikinstitut begrüßen können. Metronomius, schau mal, ich habe auch eine kleine Flöte, die für Kinder und kleine Hände gemacht ist. Aber bin ich hier richtig? Ich halte mein Instrument ganz anders. Natürlich bin ich hier richtig. Und obwohl die modernen Flöten heute aus Edelmetallen wie Silber oder Gold gebaut sind, gehört Querflöte zum Holzblasinstrumenten. Ich brauche auch kein Blatt. Ich puste nicht rein, sondern drüber dieses Anblasloch. Schon mit 7 Jahren lernen. Am Anfang muss man sich ein bisschen gewöhnen, mit viel Luft zu spielen. Aber das klappt schnell. Und bald kannst du zusammen mit deinen Freunden musizieren. Metronomius bewunderte die vielen verschiedenen Holzblasinstrumente und bedankte sich bei den Lehrkräften, dass sie ihm so viele tolle Dinge gezeigt hatten. Sogar die Querflöte aus Metall gehörte zu den Holzblasinstrumenten, weil sie früher aus Holz gemacht war. So gehörte sie genauso wie die Klarinette, das Saxophon und auch die Oboe zur Familie der Holzblasinstrumente. Metronomius schlüpfte zurück auf den Flur und ging frohen Mutes weiter, bis er eine offene Tür sah. Er spähte hinein und erschrak. In diesem Raum, da stand ein riesiges, schwarzes Monster. Aber es war nicht allein. Daneben saß ein Mädchen, das ihn freundlich begrüßte. Hallo, Metronomius. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Flügel ist zwar groß und schwarz, aber er ist ganz ungefährlich. Schau, das hier sind keine Zähne, sondern die Tasten. Es gibt schwarze und weiße Tasten und darauf kann man wunderschöne Musik spielen. Mädchen, die Klavier spielen. Hallo Metronomius, wir sind Emilia und Elisa.
Das Klavier hat, wie du siehst, sehr viele Töne. Es gibt hohe Töne, die klingen so hell. Man kann sich vorstellen, es würden Vögel zwitschern. Das Klavier hat auch sehr tiefe Töne. Die klingen fast wie ein Donnerkeul. Ein Ton auf dem Klavier zu spielen ist also nicht schwer. Aber wenn man selbst Musik machen will, muss man darauf achten, dass man zur richtigen Zeit die richtige Taste spielt. Dafür verwenden wir unsere 10 Finger und unsere 2 Hände. Siehst du, Metronomius, das Klavier ist nicht gefährlich, sondern ein ganz tolles, vielseitiges Instrument, mit dem man wunderschöne Musik machen kann. Ich habe mich sehr gefreut, dass du uns besucht hast. Metronomius atmete auf. So schlimm war das Monster ja gar nicht. Im Gegenteil, das Klavier war ein Instrument, auf dem schönste Musik gespielt werden konnte. Ganz erleichtert verabschiedete er sich und ging weiter über die Treppe ins nächste Stockwerk. Da saßen in einem Zimmer 2 Leute, die Gitarre spielten. Als sie aufhörten zu spielen, erklärten die Gitarrenlehrer Metronomius viel über ihr Instrument. Sie zeigten ihm Bau und Form und die wichtigsten Spieltechniken. Passt genau auf, was Metronomius alles über die Gitarre lernte. Hallo, mein Name ist Luis Campos. Und mein Name ist Josef Mücksch. Und wir unterrichten Konzertgitarre am Erlanger Musikinstitut. Die Konzertgitarre ist ein sehr traditionsreiches Instrument und gibt es schon seit einigen hundert Jahren. Heute ist sie populärer denn je und ein sehr, sehr beliebtes Instrument zum Einstieg für Schülerinnen und Schüler. Die Gitarre ist ein Instrument, vornehmlich aus Holz gebaut. Sie hat einen Körper, den Resonanzkörper, mit einer Decke und einem Boden. Dann einen Hals und oben einen Kopf. So ähnlich wie auch beim menschlichen Körper.
wie über den Körper und den Hals bis an den Kopf sind 6 Saiten gespannt. Und zwar haben wir da die 3 hohen Diskantsaiten und die 3 Basssaiten. Diese laufen hier hinten über einen Steg und werden da befestigt und hier über einen Sattel und werden dann mit diesen Wirbeln in die richtige Stimmung gebracht. Und das klingt dann ganz schön. Auf der Konzertgitarre kann man wunderschöne Melodien spielen. Klangvolle Akkorden. Und die Konzertgitarre ist auch fähig, wie ein Orchester zu klingen. Zu den bekanntesten gitarrenspezifischen Spieltechniken gehören zum Beispiel das Spielen von Arpeggios. Oder das Spielen von Flageolettönen. Rasgueados. Trémolo. Nun habt ihr einen Eindruck bekommen, was man alles auf der Gitarre so machen kann und wie schön auch dieses Instrument klingt. Jetzt habe ich schon ganz viele Instrumente kennengelernt. Gibt es in diesem Zauberinstitut noch mehr zu entdecken? Der Lehrer antwortete, es gibt sogar noch ein besonders magisches Instrument zu entdecken. Dafür braucht man keinen Zauberstab. Jeder hat es und trägt es immer mit sich herum. Schau ins Zimmer nebenan, dann wirst du es entdecken. Von der ganzen Entdeckerei war Metronomius schon etwas müde geworden, aber seine Neugier nach dem, was sich hinter dieser Tür noch verbergen mochte, war so groß, dass er auch diese letzte Tür öffnen musste. Vorsichtig lugte er durch den Türspalt. Da sah er Kinder, die den Zauberspruch des Musikinstituts beherrschten und musizierten. Kinder, hier am Musikinstitut könnt ihr auch das Singen lernen, ab 6 Jahre. Wir lernen mit viel Freude, mit Spaß, Tanz und Bewegung alle Kinderlieder oder viele Kinderlieder,
mit 2 oder 3 Kindern in der Gruppe. Und natürlich auch Lieder, die euch viel Freude machen. Metronomius war entzückt. Die Stimme ist ja wirklich ein ganz besonderes Instrument. Man kann jederzeit damit die schönsten Lieder singen. Leise schloss er wieder die Tür. Er hatte so viel entdeckt im Musikinstitut und war sehr glücklich, dass er hergekommen war. Doch nun war er wirklich erschöpft. Deshalb machte er sich pfeifend auf den Weg zu seiner Hütte hinter den 7 Bergen. Und schon auf dem Heimweg konnte er es kaum erwarten, wieder einmal ins Musikinstitut zu kommen, um dort mit den netten Menschen gemeinsam zu musizieren. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, unsere Instrumente und Lehrkräfte näher kennenzulernen, dann meldet euch doch telefonisch oder per Mail. Dann können wir ein Beratungsgespräch ausmachen. Vielleicht geht das ja bald wieder live und am magischen Ort. Und wenn nicht, dann online oder telefonisch. Auf Wiedersehen.